Dr. Benny? Ist ja gut. Ich bin wieder zu Hause. Ich hätte nie gedacht, dich hier zu treffen. Fast alle sind gegangen. Aber ich bleibe. Ich sorge für Toyunga. Das ist. Mein Volk lebt jetzt in der Reservation. Toyunga will nicht dorthin. Hier ist das Land seiner Väter. Die Geister der Vergangenheit lassen ihn nicht los. Ja, die Vergangenheit. Manchmal nur wie ein flüchtiger Schatten, wie ein Traum. Aber hier wird alles wieder so lebendig. Mein altes Hospital, die Fabrik, die Kantina. Wie lange ist es her? Ich habe die Zeit vergessen. Komm, Tashina. Ich möchte mich erinnern. Alles noch einmal erleben. Es muss jetzt schon an die 30 Jahre her sein. Da floss aus den Tiefen des Henkuk-Gebirges eine Quelle. Ihr klares Wasser war die Wurzel allen Lebens und allen Unheils. Es funktioniert, Mr. Morgan. Das Wasser wird umgeleitet. In Ordnung, Mr. Rhodes. Verlieren wir keine Zeit. Eine Menge Arbeit wartet auf uns. Lasst sie nicht entkommen. Ihre Skalps bringen uns viele Pesos für die Kriegskasse. Vamos, Ramon.
Und jetzt? Wir suchen wir die Gringos. Ich bin in der Stimmung, Geschäfte zu machen. Atención, Indios! Müsste eigentlich bald hier auftauchen. Ja. An mir kommt er nicht vorbei. Au! Werde wieder mal meinen Posten beziehen und ihn dann zu euch bringen. Wenn ich mich nicht irre. In Ordnung, Sir. Verdammt nochmal. Mit hoher Feuer zu treffen! Mann, hat er eine Pranke! Pünktlich auf die Minute, so muss es sein. Immer zack, zack, wie wir sagen, nicht wahr? Oberst von Kiewitz. Freut mich, einem Beauftragten des Kaisers helfen zu dürfen. Mir wurde gesagt, dass sie über außerordentliche Ortskenntnisse verfügt und zudem ein Kenner von Land und Leuten seid, nicht wahr? Komme zurecht. Nur mal keine falsche Bescheidenheit, junger Herr, zack, zack, nicht wahr? Was gibt es eigentlich so Besonderes in Clinton, dass der Kaiser einen Militär in diese verlassene Gegend schickt? Es ist eigentlich streng geheim, aber ich denke, er kann es Maul halten, nicht wahr? Also, die Amts, wenn er ganz fix was ihre Waffen betrifft, alles vom Feinsten, in Clinton,
War dann gewisser Fred Morgan. Ein ganz tolles Teil. Und das soll ich mir für unseren Kaiser Wilhelm mal angucken. Verstehe. Die Waffenfabrik wollt ihr sehen. Das ist es. Also, dann mal los, Junge. Dann rastet, nicht wahr? Sam. Sam Hawkins. Was zum Geier schreit ihr hier nur rum? Ist doch niemand zu... Verdammt! Wo kommt der denn her? Schwing keine Reden, wir reiten los. Hang auf! Kibitz! Wie Stieglitz? Wo? Nee, Kibitz, ich bin Kibitz. Ihr seid doch kein Kibitz. Ihr habt wohl eine Meise. Greenhorn, bei dem piept's wohl. Der hat wohl ein Rad ab, wie? Was? Nein, ich fahr nicht mit der Kutsche. Was? Himmel, Herrgott doch mal! Ich bin Oberst Kuno von Kibitz, nicht wahr? Ach so! Ja, und ich bin Hawkins. Sam Hawkins. Ihr habt bestimmt schon von mir gehört. Ich bin der größte und beste Westmann des Westens. Und das ist schon wahr, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ihr seid also mein Geheimauftrag. Wie jetzt? Dachte ich, sollte mit euch Shatterhand reiten. Ja schon, aber ich wiederum führe das Greenhorn. Ja. Also muss ich auch für euch im weitesten Sinne den Reiseleiter spielen. Seltsam. Da stand nichts von in meinem Telegramm. So? Wie auch immer. Werde schnell mein Reittier holen und dann kann es in Windeseile losgehen, wenn ich mich nicht irre. Das in ihr. Naja, das ist ein Steig. Der Junge reitet wohl ein rasantes Ross, nicht wahr? Das könnte man so sagen, ja. Mach schon. Noch ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Komm schon. Mach schon. Ah. Halt. Wie heißt denn das hier? Welches? Toller Name. Habe ich nur schon vorhin auf der anderen Art beobachtet. Ja. Wollte ich aber beim Schläfchen stören, nicht wahr? Da müsst ihr euch irren, wenn ich mich nicht irre, ja? Zugvögel, Greenhorns, hier nach. Komm schon, bisschen schneller. Bisschen schneller, komm schon, mach schon. Wenn du mit deinem Gebet fertig bist, könntest du mir dann helfen, die Ordination sauber zu machen? Wang Ho! Es ist zwecklos. Er hört ja doch nur, was er will. Einen wunderschönen guten Tag, Dr. Annie. Na, alle gesund? Ich
ich gebe mir Mühe, Mr. Morgan, ich gebe mir Mühe. Ich an eurer Stelle hätte mir schon längst eine andere Hilfskraft als diesen faulen Chinesen gesucht. Aber glücklicherweise seid ihr nicht an meiner Stelle. Und was Van Gogh betrifft, er ist ein guter Mensch und ein großartiger Mediziner. Ich danke Gott für den Tag, an dem Van Gogh zu mir gefunden hat. Gott hat damit nichts zu tun. Er hat als Arbeiter nichts getaugt, da habe ich ihn rausgeworfen. Ich glaube einfach an das Schicksal, Mr. Morgan. Auch ich glaube fest an das Schicksal, Dr. Annie. Die Herren entschuldigen mich, ich muss wieder zur Arbeit. Die Turbinen laufen auf Hochtouren und die Wasserleitung arbeitet einwandfrei, Mr. Rollins. Ich fürchte, bald wird man uns Fragen stellen. Es wird an euch liegen, die richtigen Antworten zu geben. Darauf könnt ihr euch verlassen. Buenos dias. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Senor Morgan. Ihr habt ihn gefunden. Ich bin General Juan Pedro Garcia. Und das sind meine treuen Gefährten im Kampf um ein freies Mexiko. General Garcia, steigt doch ab und seid meine Gäste. Muchas gracias, amigo. Senor Morgan, wir haben den weiten Weg hierher gemacht, um unsere Bestellung persönlich abzuholen, damit ihr nicht so viele Umstände mit dem Versand habt. Was soll das, Garcia? Seid ihr verrückt? Es war nie ausgemacht, dass ihr herkommt. Ihr wisst doch, dass ich mit Mexiko keine Geschäfte machen darf. Außerdem seid ihr viel zu früh. No, amigo. Du bist zu spät. Die Lieferung ist seit Monaten überfällig. Es könnte sein, dass ich die Geduld verliere. Und dann nehme ich mir, was ich brauche. Dein Geld, deine Waffen und vielleicht auch deine Frauen. Was sagst du dazu, Gringo? Ihr habt ihr nichts zu befehlen, General. Wenn ihr auch nur ein wenig an eurem Leben hängt, dann lasst ihr mich jetzt los. Du willst mir doch nicht drohen, Hombre. Die nächste Kugel, General. Geht doch in den Kopf. Aber, Caballero, wir unterhalten uns doch nur. Wir machen Geschäfte, nichts Persönliches. Ich meine es auch nicht persönlich, wenn ich euch gleich in die Hölle schicke. Ja, amigo, ist richtig. Los, runter mit den Waffen. Wir sind doch hier unter Freunden. Die Gringos helfen uns bei der Revolution. So ist es doch, Senor Morgan. So ist es, General. Dann nehmt euren Wach und wieder an die Leine. Wir wollen nicht streiten. Wir sind nur gekommen, um alles anzusehen, mit unseren Freunden zu feiern. Mr. Rollins dort oben wird tun, was er für richtig hält. Da wir das jetzt geklärt hätten, kann ich euch den Prototyp zeigen. Proto? Was? Wir wollen die Waffen, zum Teufel. Warum dauert das so lange? Ich musste neue Maschinen in Betrieb nehmen, um die Produktion steigern zu können. Die Maschinen werden mit Wasserkraft angetrieben. Aber das Wasser musste ich erst aus den Bergen in die Fabrik leiten. Wir haben hier also mit einigen Problemen zu kämpfen.
Deshalb werdet ihr verstehen, dass alles seine Zeit benötigt. Aber die Entwicklungsphase ist so gut wie abgeschlossen und die Produktion kann anlaufen. Das heißt, in wenigen Wochen habt ihr alle eure Waffen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir werden so lange hier bleiben und warten, bis alles fertig ist. Ihr wollt hier warten, aber... Mensch, was geht denn hier ab? Lauter Mexikaner! Sollten wir etwa zu weit geritten und ohne es zu merken über die Grenze geraten sein? Ja, das ist gut möglich. Ist mir nämlich schon mal passiert. Unsinn. Wir sind hier in Clinton. Vor euch seht ihr die Waffenfabrik von Fred Morgan. Dufte hier. Ich rieche nichts. Mitten in der Einöde ist ein Betrieb. Hut ab, muss ich schon sagen, nicht wahr? Meine Fabrik gefällt euch also. Ihr seid am Morgen? Wunderbar, da kommt ja eins zum anderen. Gestatten, dass ich mich vorstelle. Oberst Kuno von Kibitz. Militärbeobachter seiner Exzellenz Kaiser Wilhelm I. von Deutschland. Man hat euch doch über die Korrespondenz, die zwischen unseren Botschaften geführt wurde, informiert. Hat man euch oder hat man euch nicht? Hat man ihn jetzt? Mann, versuch mal auf, hat man ihn jetzt? Was oder denn? Hat man sie jetzt? Reden Sie doch mal. Der Deutsche, der sich meine Entwicklungen ansehen will. Ich weiß Bescheid. Und eure Begleiter? Sie sehen nicht wie Soldaten aus. Das Außenministerium hat arrangiert, dass mir diese Herrschaften als Führer zur Verfügung stehen, nicht wahr? Ja, ja, die Deutschen brauchen immer einen. Mein Name ist Hawkins. Sam Hawkins. Ihr habt bestimmt schon von mir gehört. Ja, und das Greenhorn da drüben ist auch ein Deutscher. Aber man kennt ihn kaum. Man nennt ihn euch Shatterhand. Hawkins? Ja. Nie gehört. Aber wer hätte gedacht, dass ich dem berühmten Old Shatterhand einmal gegenüberstehe? Euer Ruf eilt euch voraus, Sir. Es wird viel geredet. Ich sollte meinem Vaterland einen Dienst erweisen und Oberst von Kibitz zu euch bringen. Habe somit meine Pflicht erfüllt. Guten Tag. Shatterhand, Sie? Apachenfreund. Bueno. Und ihr seid? Nur ein Diener des Volkes von Mexiko. Viva la Revolución. Hier ist aber nicht Mexiko. Und es gibt auch keine Revolution. Ihr seid ein scharfer Beobachter, Señor. Sehen Sie die neueste technische Errungenschaft. Oberst von Kiewitz, ich nehme an, ihr habt deswegen die beschwerliche Reise auf euch genommen. Eine Waffe mit höherer Schussfolge, größerer Präzision und Durchschlagskraft als je zuvor. Bei der heiligen Mutter Gottes hat es tatsächlich gedacht. Mein Modell M1, Schnellfeuer, im Kaliber 50.
schafft 180 Schuss pro Minute. Das ist ja eine richtige Höllenmaschine. Ja, so etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist der Leuchter. Ja, wir werden staunen, nicht wahr? Dein, ja. Pass doch auf. Gut gearbeitet, ja. Kann man auch hier abnehmen, das Teil, nicht wahr? Ah, und das hier ist der Abzug. Vorsicht, das ist gelangt! Was habt ihr bloß wieder angerichtet, Sam Hawkins? Was? Ich? Das war nicht meine Schuld. Euer Freund, der Deutsche, der komische Vogel. Ich wollte ihn noch davon abhalten. Ach, was egal. Ich brauche jetzt einen Whisky, aber gerührt und nicht geschüttelt. Denn das bin ich nämlich schon selbst, wenn ich mich nicht irre. Sie stirbt. Kannst du helfen?
Ihr Name ist Tashina. Sie hat viel Blut verloren. Was ist passiert? Bleichgesichter, Skalpjäger. Ihre Eltern sind tot. Es gibt keine Austrittswunde. Die Kugel steckt noch. Ich muss operieren. Sofort. Marco! Trag das Mädchen hinein und bereite alles vor. Die Kugel muss raus. Die Geister rufen Tashina, aber sie ist so jung. Ich tue alles, was in meiner Macht steht. Ihr könnt mir vertrauen. Du hast starke Medizin. Ihr Leben liegt in deiner Hand. Ich halte sie auf!